Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Delicious Emily's Childhood Memories. Meine Luft reicht tatsächlich nicht für diesen langen Titel. Es ist nicht zu fassen, ihr Lieben. Aber okay, Level 3, dafür reicht meine Luft. Es läuft nicht schlecht, aber es reicht leider noch nicht lange. Lange noch nicht. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit hätten, aber selbst dann. Guten Morgen. Oh, Wahnsinn. Onkel Antonio, diese Pizzen sind fantastisch. Das sollten sie auch. Ich habe schließlich die ganze Nacht daran gesessen und gegessen. Ich möchte, dass ihr sie verkauft und das Geld behaltet. Wenn du die Fabrik nicht vor dem Untergang bewahrt hättest, wäre mein Restaurant jetzt im Eimer. Okay, sehr schön. Dann verkaufen wir jetzt hier Antonios Mini-Pizzen mit. Na klar, warum auch nicht? So, Freunde, dann kommt mal ran, kommt mal ran. Es gibt lecker, lecker Pizza von Antonio. Antonio! Oh, okay. Das ist neu. Okay. Was ist das? Tomate? Oder eine Beere? Sieht ein bisschen nach einer Hagebutte aus, ne? Aber Hagebutten sind eher länglich. Aber oben dieses komische Ding da drauf sieht nach Hagebutte aus. Aber unten sieht nach Tomate aus. Okay, ich glaube, wir werden es nicht erfahren. Einigen wir uns mal auf, vielleicht auf Tomate. So, und du möchtest 1, 2 und den Schal. Bitteschön, Dankeschön. Hier, füll das gleich mal auf. So, warte mal, die gehen an den Tisch. Dann packe ich mal eine kleine Mini-Pizza ein. Und Angela ist so nett und räumt da mal fröhlich auf. Ja, fröhlich, Angela, fröhlich, ne? Auch wenn du keinen Bock da drauf hast. Warte mal, eine Suppe mit Nudeln, das wieder einpacken, da hochgehen. Da ist die Maus und quietscht. Antonio, nachbacken. 1, 2, 3, das brauche ich. So, das ist dann für dich. Ja, Antonio, back gleich nochmal nach, bitte. So, wir brauchen die Suppe und das Getränk für sie. Und dann werden wir hier kassieren. Ja, die Lady hat auch schon wieder Trinkgeld verloren, aber hey. So, Angela, aufräumen, bitte. Ich packe nochmal eine Pizza ein, damit ich die auch loswerde hier. Den Schal brauche ich noch. Okilidoki. Da fliegen wieder die Herzchen. Antonios Pizza ist anscheinend wirklich der Knaller. So, was wollt ihr? Ihr wollt das und das Getränk. Alles klar. Bringe ich euch doch sofort. Haben wir hier eigentlich auch wieder irgendwo ein merkwürdiges Item liegen, was ich aufsammeln kann? Bin mir nicht sicher. Ich traue mich ja hier nirgendwo mehr zu klicken. Sonst haben wir hier gleich wieder Memory am Start. Also, warte mal. Köttbulle und Nudeln für dich. Oh, oh, oh. Dreier-Kombo, Dreier-Kombo. Nice. So, und hier mal dann fix ausgefüllt, bitte. Möchte noch jemand eine Tomatenhagebutte vielleicht? Du vielleicht? Nein, warum nicht? Schmeckt bestimmt gut. Tomatenhagebutte. Habe ich erfunden. Aus der Tomate kann man bestimmt ganz toll Tee machen. Ach hier, das sind die Freunde da. Er war doch auf dem Bild da eben, was wir... hier, Tomatenhagebutte. Auf dem Bild, was wir gekauft haben. So, okay. Warte, Köttbulle und ein Schal. Kann es irgendwie sein, dass hier Herbst wird? Dass die deswegen hier Pullover und Schals kaufen können? So, Tomatenhagebutte und da oben die Nudeln, okay. Kommen die denn hier vielleicht bald mal? Ich pack nochmal eine Pizza ein. Wieso rennst du eigentlich außenrum, sag mal? Bist du blöd? Das verstehe ich jetzt nicht. Hätte doch wunderbar hier innen drin lang gehen können, nein? Ach, Emily. Es ist nicht einfach mit dir, ne? Ich weiß. So, er möchte das und er möchte das. So, bitteschön. Ja, komm her, du kannst gehen.
Und du möchtest auch eine Tomatenhagebutte? Können wir vielleicht auf den Tisch hier warten? Nee, komm her. Ich warte mit ihr. So, Angela, mal bitte aufräumen. Und Schal und Getränk. So, bitteschön. Kasse, alles klar. Perfektamente. So, hier füllen wir nochmal auf. Hier wird nochmal Pfannkuchen nachgemacht. Und ich nehme die letzte Pizza mit. Und dann haben wir alle verteilt. So, 1, 2, 3. Dann wollt ihr das. Ihr wollt da und da. Dann hole ich das wieder ab. Und du möchtest 1, 2 und das. Bringe ich dir auch gleich mit. So, bitteschön. Ah, eigentlich hätte ich denen hier das erst geben müssen. Dann hätten die die Mini-Pizza noch bekommen. Ne? Naja, ist egal. Ist nicht wichtig. Hat auch so geklappt. Aber ich hätte gerne noch einen Unterhalter bei Gelegenheit, den ich mal an die Tische schicken kann. Nein, warum habe ich jetzt auf ihn nicht gewartet? Man weiß es nicht. Naja. Du möchtest einen Schal und Suppe mit Fleischklopsen. Alles klärchen, bitteschön. Und was kann ich euch vier da unten bringen? Oh, Tomatenhagebutten, na klar, und Getränke. Die füllen wir dann auch direkt auf. Fupp, da schmeißt sie sie rüber. Warte, warte, einen Pfannkuchen und eine Tomatenhagebutte. Okay, bitteschön. Gern geschehen, Wiedersehen und Tschüss. Ja, ja, nun, das muss schnell gehen hier, ihr Lieben. Na, zack, zack. Zeit ist Geld, ihr Lieben. So, du kannst auch gehen. Und ich versuche meine Kombo jetzt mit ihm hier. Hoffentlich möchte er nichts Kompliziertes. Nein, eigentlich nicht. Jawohl, da ist der erste Stern. Ein Stern, der Emilys Namen trägt. So, ihr beide wollt das und da, bitteschön. Und die Lady hier unten, was darf es sein? Pfannkuchen und Getränk, alles klar. So, meine Kombo mache ich jetzt noch mit denen hier, hoffe ich. Ich hoffe irgendwie gerade, ich kriege hier meine Punkte. Jawohl, na also, oh mein Gott. War aber jetzt ein bisschen knapp da unten, was? Oh Mann, ey. So, können wir irgendetwas Hübsches kaufen? Ich hoffe doch sehr. Können wir, alles klar. Wir haben 400, Dölle 400. Ja, dann kaufen wir schneller ausführen in der Küche. Und dann geht's weiter in Level 4. Das war also dieses Geräusch. Oh, hier ist alles zusammengebrochen. Der fallende Ast, da hat es den Baum zerlegt, oh mein Gott. Seid ihr zwei deshalb gestern in mein Bett gehüpft? Das klang echt wie Bigfoot und ich wollte nicht alleine sterben. Das ist so schwer, um es zu bewegen, aber zumindest scheint der Tisch reparabel zu sein. Okay, dann fehlt uns jetzt ein Tisch. Dann müssen wir den, wir müssen ihn reparieren. Na gut, dann gleich los. Auf. Und François sollte vielleicht noch ein bisschen rote Wurst essen. Was ist denn hier? Da ist mein Gamehouse-Objekt. Guckt euch das an. Die Kochshow in Delicious, Emily's Taste of Fame, wollte Emily unbedingt selbst TV-Köchin werden, nachdem sie ein paar Kochshows gesehen hatte. Ah, habe ich es doch gefunden. Das sah ihm so komisch aus da oben, ne? Also, wir brauchen das und... okay, dann ist das doch keine Tomate. okay. Also das scheint ja jetzt hier Kuchen zu sein, oder? Wie seht ihr das? Dann hoffe ich doch nicht, dass das da eine Tomate ist.
Das ist vielleicht doch eine Hagebutte. Es könnte natürlich auch von der Form her eine Stachelbeere sein, aber ich kenne eigentlich nur grüne Stachelbeeren, so, ne? So grünlich, gelblich-grün. Gibt es rote Stachelbeeren? Das sieht nicht aus wie eine Stachelbeere, oder? Was zur Hölle, ihr Lieben, ist das hier unten? Es ist doch eindeutig Kuchen da, oder nicht? Was hat die Tomate auf dem Kuchen zu tun? Ich verstehe es nicht. Ach, naja. Das rote Ding. Dann ist es. Ja, komm her. Du kannst bezahlen. Achso, ja, hier. Das rote Ding für dich. Okay, jetzt hier, um Gottes Willen, Tisch reparieren. Ja, völlig vergessen hier. Ja, warte, ich bringe dir gleich dein rotes. Ja, komm. Ich komme. Ja, ja, da ist die Maus, alles klar. Kassieren, Tisch reparieren. Warum muss Emily das eigentlich machen? Warum macht Antonio das nicht? Hat er doch bestimmt schon mal gemacht, so einen Tisch repariert. Könnte ich doch wetten. Ja, Emily braucht nämlich ewig dafür. So, das einmal, da und da. So, dann holen wir den Pfannkuchen ab und dann gehen wir da rüber. So, was möchtest du, mein lieber Freund? Du möchtest einen Pfannkuchen und einen Pulli? Okay, kein Problem. Kommen die Ladies wohl? Ich schätze nicht, ne? Es lohnt sich nicht, da oben mit dem Tisch gerade weiterzumachen. Jetzt gehe ich da mal hin. Ich kann mich hier nicht entschließen. Hin und her, hin und her. Emily wird hier garantiert bei mir nicht zunehmen, ihr Lieben. So, Suppe, Köttbullar, alles klar. Und Kasse bitte aufräumen. So, sie braucht einen Moment, sich zu entscheiden. Entscheiden, entschließen und dann kann ich da oben erstmal weitermachen. So, das und da, Getränk, so bitte schön. Und weitermachen. Wir haben es gleich, Emily. Alles wird gut. Dann können sich vor allen Dingen die Leute da wieder hinsetzen. Ich mache das jetzt gerade erstmal fertig, ne? So, okay, perfekt. So, die Gäste können wieder reinkommen. Der Tisch ist repariert. Aber der Ast ist noch nicht weggelegt, ne? Sehe ich gerade. Da ist noch nicht aufgeräumt. Muss ich aber nicht machen hier, nein, nein. Okay, dann nicht. Aber die können ja hier außenrum irgendwie. Ja, die kommen ja von hier. Können sich ja da hinsetzen, ne? Genau. Hoffentlich kommt nicht noch ein Ast runter. Alter, stellt euch das vor. Wir bedienen hier gerade die Leute. Die sitzen da und essen und ja, auf einmal fällt der Ast runter. Und da gibt es hier noch Tote. Warum habe ich jetzt auf das Mädchen nicht gewartet? Keine Ahnung. Weil der Ast mir Sorge macht. Hätten wir noch hier ein böses, böses Unglück gehabt. Also, du möchtest einen Pfannkuchensuppe mit Köttbullar, noch einen Pfannkuchen. Das ist scheiße gelaufen. Oh, nee, ja, pack die scheiß Pfannkuchen ein. So, jetzt nimm noch einen Pfannkuchen, bitte. Oh, mein Gott. Die Pfannkuchen sind hier nochmal mein Tod, also ganz ehrlich. So, da, und das wäre einfacher, wenn dieser blöde Zwischenteller hier nicht wäre. Ach, naja, aber es soll ja auch nicht einfach sein, ne? Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Hier oben auf dem Kennzeichen steht Emily. Frage mich, ob das irgendwie eine Abkürzung ist für Emily. Emily. Keine Ahnung. Okay, das ist für euch. Direkt nachfüllen. Du kannst nur vier Getränke. Okay. Du kannst nur vier Getränke. Na gut, na gut. Was ist denn hier noch runtergefallen? Da liegen irgendwie so Gitter oder irgendwie so Bretter? Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Das habe ich doch schon auf dem Tablett, Emily. Was ist los mit dir? Habe ich hier wieder einen Pfannkuchen liegen. Ach komm, pack das ein. Sonst klappt es beim nächsten Mal jetzt wieder nicht. Wenn hier einer was anderes möchte, außer einem Pfannkuchen, dann bin ich dann wieder völlig verwirrt. Also, warte, da und da und da und da. Alles klar, du schön. Möchtest du noch einen Pfannkuchen? Ich schenke ihn dir. Nee, möchte er nicht. Schade. So, das ist für euch.
Ja, ich bräuchte noch ein paar Gästefreunde. Es fehlen noch diverse Punkte hier unten. Ach, guck mal, das ist die auch von dem Bild, ne? Und sie kommt mir auch neu vor. Sie scheint auch von dem Bild zu sein. Also, ne, was wir gekauft haben. Ihr wisst, was ich meine. Also, da packe ich noch einen, dann hole ich das. Und dann bringe ich dir das, dann bringe ich das, dann gehe ich kassieren, da wird aufgeräumt. Okay, okay. Totale Panik. Aber mal gucken, ich habe ja noch ältere Teile von der Emily als diesen hier. Und ich bin gewillt, alle irgendwann mal gespielt zu haben. Und dann hoffe ich, dass wir die Leute hier vielleicht auch noch kennenlernen werden, ne? Wer das hier alles gerade so ist. Ich glaube, nur ein Teil fehlt mir noch. Wobei ich jetzt lügen müsste, welcher das ist. Warte. Das und das wollt ihr noch, das wollt ihr auch noch. Okay. Ich glaube, Taste of Fame, was wir hier eben hatten oder vorhin hatten, den habe ich sogar. Ja, ich überlege gerade, aber es fällt mir jetzt spontan gerade nicht ein, welcher Teil mir fehlt. Hier, mach das runter. Du machst neue Pfannkuchen. Ich habe sogar den allerersten Delicious Teil. Da könnte es irgendwann sein, dass ich eine Umfrage mache bei euch. Ob ihr den sehen wollt, irgendwann mal. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist alles noch ein bisschen hin, aber ich kann euch jetzt schon sagen, der allererste Emily Delicious Teil hat überhaupt keine Geschichte. Da geht es tatsächlich nur um die Restaurants und das Leute bedienen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das langweilig ist für euch. So komplett ohne Geschichte. Aber wie gesagt, das ist irgendwo in der fernen Zukunft noch. Wir haben ja erstmal noch so viel zu spielen. Dauernd kommen neue Teile. Im Moment warte ich auf Amber's Airline. Da gucke ich schon lange nach. Da freue ich mich drauf. Irgendwann kommt dann ja sicherlich auch noch Hearts Madison, der vierte Teil. Und ja, also Time-Management-Spiele reißen nicht ab, ihr Lieben. Ah, da wird der Baum abgeholt. Also, da ist. Hallo allerseits. Mr. Henderson, vielen, vielen Dank. Ach, das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ihre Familie war gut zu den Menschen in Fairfield. Wir werden nie vergessen, was sie für Frankos Familie getan haben. Hätten wir doch nur früher gewusst, dass sie Hilfe brauchen. Wie auch immer, das ist das Brennholz. Für das Brennholz. Bitteschön. Da hat es noch Geld gegeben. Nice. Aber was ich gerade viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass Emily an einem Ort gewohnt hat, der Fairfield heißt. Oder hieß. Wie auch immer. Das finde ich gerade schon interessant. Und jetzt wohnt sie ja in Snuggford. Okay, ihr Lieben. Aber wie es hier weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.